Nachdem ich die ganzen Furnierhölzer das letzte Mal so kreuzverleimt habe, also immer eins so, dann das nächste so, werden wir diesmal jetzt weitermachen mit dem Zersägen. Was übrigens noch zu dem Verleimen zu sagen ist, das ist mir nicht so ganz hundertprozentig perfekt gelungen, weil ich einfach keine Schraubzwingen genommen hatte, sondern Einhandzwingen und die bauen halt nicht genug Druck auf. Aber ich denke mal, also ich hoffe zumindest mal, dass das jetzt so ausreicht, ja. Ja, und hier sieht man ja die Seite zum Beispiel, die ist eigentlich ganz gut gelungen. Ja, hier ist alles schön verleimt. Es wird dann sowieso am Ende noch einiges hier wegkommen. Von daher mal schauen. So, wenn ich das aber hier rumdrehe, ist es halt relativ wellig geworden auf der Seite. Ich hoffe einfach mal, dass das weiter drin dann vielleicht noch besser ist. Aber jetzt erstmal das Zersägen. Ja, das Ganze werde ich jetzt natürlich hier auf der Bandsäge machen. Ja, und als nächstes müssen wir erstmal natürlich hier den Mittelpunkt finden. Und das geht ganz einfach. Einfach da einen Strich und da einen Strich und dann hat man hier den Mittelpunkt. So einfach ist das manchmal. Den Mittelpunkt und hier auch den Mittelpunkt. Also doch noch nichts mit Rezess. Und zwar habe ich mir nämlich gerade gedacht, dass ich ja noch so einen Furznerbohrer habe mit 55 mm Breite oder Durchmesser. Die Geschwindigkeit, die mache ich jetzt hier auf 1020 Umdrehungen pro Minute. Und dann kann es jetzt losgehen. Ich habe mir jetzt hier angezeichnet, wo ich den Rezess gern haben möchte. Hier sieht es jetzt schon wieder aus wie, naja, könnt ihr euch ja selbst ein Bild machen. So, und da liegt nämlich auch noch ganz viel Zeug. Na, das ist halt immer das, ne? Da hast du dann hier schöne bunte Holzspäne. Jetzt drehe ich das Ganze um und mache das hier in die Spannbacken rein.
Ich habe mir eh gerade überlegt, dass ich den Rezess dann am Ende wahrscheinlich wegschleifen werde, damit das halt hier so eine schön gerade Oberfläche wird. Und ab geht's! Schaut es jetzt im Moment aus und jetzt werde ich noch hier natürlich alles schön schleifen. Ich werde jetzt doch noch mal einen anderen Trick probieren, den mir irgendwer schon mal genannt hatte, und zwar, dass man hier bei Sekundenkleber reinmacht. Und eventuell dann die Unebenheiten noch rauskriegt. Das werde ich jetzt einfach mal versuchen. So, also ich werde jetzt den Rezess hier doch noch wegschleifen, weil ich denke mal, das sieht schöner aus, wenn das hier gerade nach unten, also gerade ist. So, nachdem die Schale jetzt bis auf 1200 Korn geschliffen wurde, sieht sie jetzt so aus. Wie gesagt, unten der Rezess, der ist jetzt weg. Hab den jetzt komplett abgeschliffen. Und jetzt geht's ans Ölen. So, für die Oberflächenbehandlung, da habe ich mich jetzt entschieden, die Holzbutter zu nehmen. Die verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Und der Grund ist eigentlich der, dass die halt biologisch ist und man da vielleicht auch mal irgendwelche Nahrungsmittel da in die Schale legen kann, wenn man das möchte. Deswegen nehme ich die halt ganz gerne mal. Ja, das sieht schon cool aus.
Und dadurch, dass ich hier unten halt abgeschliffen habe, da kommen natürlich jetzt auch unterschiedliche Schichten hier vor. Ich zeige euch mal jetzt die andere Seite noch. Das war jetzt schon ein sehr außergewöhnliches Projekt. Vielleicht habt ihr ja sowas trotzdem schon mal gemacht. Es würde mich mal interessieren, wenn ihr das schon mal gemacht habt, ob das bei euch vielleicht sogar noch besser lief als bei mir und ob ihr dann auch eine Furnierpresse benutzt habt. Also wie bereits erwähnt, ist es halt so, dass ich diese Schale oder diesen Teller, wie auch immer man das bezeichnen möchte, das werde ich verlosen, sobald ich 1000 Abonnenten erreicht habe, und dann wird per Zufall irgendjemand von den Kommentatoren ausgewählt. Am besten ihr schreibt immer schön unter die Videos unten drunter und dann habt ihr die Chance, die Schale zu gewinnen. Ja, und ich hoffe, euch gefällt die Schale und auch das Video. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ja, und ihr fragt euch vielleicht jetzt, was würdest du denn an dem Projekt jetzt anders machen, im Nachhinein betrachtet? Das kann ich ganz einfach beantworten. Und zwar würde ich mir zuerst eine Furnierpresse entweder kaufen oder bauen. Und dann würde ich das auch so machen, dass ich den Sekundenkleber weglasse, weil das war nicht wirklich so toll. Als Leim würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr den Propellerleim benutzen, weil der war dann von der Konsistenz her relativ so klebrig. Selbst als er abgebunden war, also von daher, da, ja, das würde ich vielleicht jetzt gar nicht mal unbedingt mehr machen, sondern ganz normalen Holzleim benutzen. Ja, und das mit der Kreuzverleimung würde ich das nächste Mal bestimmt auch anders machen, weil das zu zersägen war wirklich dann schwierig, weil da brauchte ich noch eine helfende Hand. Ansonsten wäre das mir alles an der Bandsäge runtergeknackt. Denn das Furnierholz, das ist sehr, sehr, sehr zerbrechlich. Ich mache ja auch ab und zu mal Livestreams, zum Beispiel jetzt gerade zu der CNC. Und da könnt ihr gerne mit dabei sein. Denn das Projekt MP-CNC, das wird nämlich das nächste Projekt sein, was ich hier als Livestream aber mal durchführen werde. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und in dem Sinne, viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal. Ciao!